Ich habe unter meinem letzten Horrorclown-Video die Frage gestellt, ob ihr mehr Content zu diesen Horror- oder Killer-Clowns haben wollt. Und ich hatte damit gerechnet, dass viele dieses Thema nicht mehr hören wollen. Allerdings war die Bewertung und auch die Kommentare, dass ihr mehr wollt, so überwältigend, dass ich mich der ganzen Sache nochmal widmen möchte. Um aber niemanden böse zu stimmen, weil dieses Thema nun schon sehr oft von mir behandelt wurde, kommt dieses Video aus der Reihe. Das heißt, gestern kam bereits ein Video und heute kommt dafür noch eins, aber diesmal über die Horrorclowns. So als extra für euch. Denn diesmal möchte ich mich einem anderen Thema widmen. Es hat mit den Horrorclowns zu tun, doch ich möchte euch nicht einfach irgendwelche neuen Fälle geben. Denn das Einzige, was mittlerweile passiert ist, ist, dass es noch zwei Fälle gab, wo Horrorclowns gesichtet wurden an Straßenecken. Aber es ist nichts weiter Schlimmes passiert. Stattdessen wollte ich mal herausfinden, was wirklich die schlimmsten Vorfälle waren, die es in Deutschland und Umgebung wirklich gab. Und dabei bin ich zum Schluss auf erschreckende Dinge gestoßen. Und ich möchte mich dieser ganzen Sache widmen, weil viele mir gesagt haben, dass sie wirklich Panik haben, dass Horrorclowns einen umbringen könnten. Ob das wirklich eine berechtigte Panik ist, möchte ich jetzt gerade mal erklären. Als erstes, in Deutschland der wohl schlimmste Fall, den es gab, oder der Fall, wo jemand am schwersten verletzt wurde, war am 25. Oktober 2016. Denn am 25. Oktober zog ein 16-jähriger Junge, verkleidet als Horrorclown, los und wollte gezielt ein 14-jähriges Mädchen erschrecken. Er fand sie auch und erschreckte sie. Das Problem war aber, dass das 14-jährige Mädchen bewaffnet war. Sie hatte ein Messer dabei, ob nun wegen den Horrorclown-Meldungen oder einfach nur so, ist nicht bekannt. Das 14-jährige Mädchen stach dann mit dem Messer auf den Horrorclown ein und verletzte ihn dabei. Der Horrorclown musste daraufhin sogar ins Krankenhaus und musste auch operiert werden. Der Twist an der ganzen Sache war, dass das Opfer und der Clown selbst sich eigentlich kannten. Und das ist ein Fall, der gar nicht so selten passiert, denn in den meisten Fällen verletzen zwar die Clowns die Opfer, aber die schweren Verletzungen werden meistens nur den Clowns zugefügt. Es gab alleine 2016 und 2017 viele Inhaftierungen von der Polizei, die mit Horrorclowns zu tun haben, wo aber selbst keine Horrorclowns festgenommen wurden. Denn stattdessen musste die Polizei vermehrt Passanten festnehmen, die bewaffnet waren. Es zogen Leute freiwillig los mit Baseballschlägern, mit Messern und Kettensägen, um selbst auf die Horrorclowns Jagd zu machen. Das heißt, diese Menschen haben gezielt gesucht, ob draußen irgendwo Horrorclowns stehen und wollten diese dann verletzen. Und an dieser Stelle möchte ich da ganz kurz einmal sagen, dass das genauso dämlich ist, wie sich als Clown zu verkleiden und Menschen zu verletzen. Beides ist gleichermaßen verwerflich, beides ist gleichermaßen bescheuert und lasst die ganze Sache sein. Wenn ihr als Horrorclown schon mal rausgegangen seid, lasst das und wenn ihr rausgehen wollt, um sie zu jagen, das ist genauso dämlich und kein Zeichen von Stärke. Aber nun weiter im Text. Es gab in Deutschland noch einige Meldungen von Verletzungen. Meistens sind es Schürfwunden, blutige Stellen oder manche Clowns hatten auch Messer dabei und haben leichte Schnittverletzungen den Opfern zugefügt. Die wirklich schweren oder tödlichen Verletzungen blieben hierbei aus, was gut ist. In Deutschland gibt es auch eine Null-Toleranz-Regel. Das heißt, wenn ein Clown an einer Straßenecke gefunden wird, wird die Polizei ihn so oder so festnehmen, egal ob er nun was Schlimmes gemacht hat oder nicht. Die Sache ist natürlich anders, wenn eine Kostümfeier oder so ist. Das bedeutet, der Clown, der dann festgenommen wird, kriegt auch eine Strafe, meistens eine Geldstrafe oder Sozialstunden. Ich habe dann aber noch einmal weitergeguckt, und zwar nach Österreich und in die Schweiz. Auch dort gab es keine gemeldeten Todesfälle. Niemand wurde durch Horrorclowns umgebracht oder hat bleibenden Schaden durch die Clowns bekommen. Vielleicht haben manche noch ein bisschen Angst deswegen. Es gab einen Fall, das ist der schlimmste Fall, den ich dort finden konnte, aus Zürich in der dritten Oktoberwoche 2016. Denn dort war ein Clown losgezogen und hat einen Passanten aufgesucht und den dann mehrfach geschlagen und getreten und hat ihm dabei mehrere Verletzungen im Magenbereich zugefügt. Diese Verletzungen waren schmerzhaft und unschön, konnten aber verheilen. Das ist das, was ich soweit in der deutschsprachigen Umgebung herausfinden konnte. Wie ihr seht, es sind keine wirklich schwerwiegenden Verletzungen, trotzdem sollte man sich von Horrorclowns fernhalten. Eine andere Nachricht, auf die ich bei der Recherche gestoßen bin, kommt aus Amerika. Denn für einige Wochen hielt sich dort das Gerücht, dass maskierte Clowns von den USA aus nach Kanada gefahren sind und dort 23 Leute umgebracht haben. Diese Nachricht verbreitete sich als Gerücht über mehrere Schulhöfe und schürte die Angst vor Horrorclowns. Viele Kinder und Jugendliche hatten wirklich Panik, dass Horrorclowns nun anfangen würden, Massenmord zu begehen. Dabei wurde aber nicht beachtet, dass diese Nachricht von einer Seite gepostet wurde, die dafür bekannt ist, dass sie einfach nur ausgedachte Artikel postet, um viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Nachricht, dass Amerikaner als Clowns verkleidet 23 Menschen umgebracht haben, ist fake.
Es gibt, wie gesagt, nicht mal den Beweis, dass durch die Clown-Attacken seit 2016 so viele Menschen umgekommen sind. Es wird diskutiert, ob ein oder zwei Menschen durch Clowns starben. Doch kommen wir nun zu der wirklich schlimmen Sache, die ich herausgefunden habe. Denn als ich so recherchierte, fand ich einen Killer-Clown-Vorfall, der schlimmer war als alle anderen, die ich finden konnte. Ein Killer-Clown-Vorfall, der aber nicht so typisch ist, wie man denkt. Denn bei Killer-Clowns denken wir jetzt als erstes an die Clowns, die an Straßenecken oder in dunklen Gassen stehen. Doch der Fall, von dem ich euch jetzt berichte, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Denn der Clown, von dem ich rede, war ein Krankenhausclown, der noch dieses Jahr dort praktizierte. Er wurde sogar gewählt als der beste Clown der Benelux-Länder. Es war Kevin L. aus Belgien. Er verkleidete sich als sein Job als Krankenhausclown, um kranken Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Dies ist eine Tätigkeit, die extrem nobel und gut ist, und normalerweise würde man von so einer Person nichts Schreckliches erwarten. Doch so schön die Tätigkeit war, die er in dem Krankenhaus ausgeführt hat, so schrecklich war das gewesen, was er in seiner freien Zeit zu Hause getan hat. Denn er war bei einem schrecklichen Mordfall beteiligt. Er und ein Freund von ihm überwältigten seine Ex-Freundin und die drei Kinder der Ex-Freundin. Kurze Zeit zuvor hatte Kevin L. sich von seiner Ex-Freundin trennen müssen, da er mit den Kindern nicht klarkam und wollte sich nun rächen. Er fesselte die Kinder auf dem Dachboden des Hauses der Frau und zeigte dann über einen Facebook-Livestream, wie er die Mutter der Kinder tötete. Die Kinder zwang er dabei zuzusehen, wie ihre eigene Mutter umgebracht wird. Dabei sagte Kevin L. auch, dass er nun nicht mehr als Klinikclown bekannt sein will, sondern nun bekannt wird als Mörderclown. Er schien sich eine Berühmtheit davon zu erhoffen, die er so zum Glück nicht bekommen hat. Es ist ein schrecklicher Vorfall, der dort passiert ist. Es ist wirklich tragisch. Und in meinen Augen ist dieser Fall der schlimmste Horrorclown oder Killerclown-Vorfall, den es überhaupt gab, auch wenn er nicht der typische Vorfall ist, den wir kennen. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich am Ende mal etwas anderes noch mit reingebracht habe. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von diesem Clown-Content wollt oder ob ihr wollt, dass das jetzt endlich mal in einer Schublade verschwindet und dort auch am besten bleibt. Zum Schluss noch einmal die Meldung, wenn ihr rausgeht an Halloween, seid vorsichtig, haltet euch fern von Leuten, die sich als Clowns verkleiden. Und wer vorhat, sich als Clown zu verkleiden und wirklich so einen Blödsinn zu machen, lasst die Scheiße am besten sein. Das war dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.